vom Profifußballer zum Reality-TV-Star. Max Kruse ist 2024 Teilnehmer bei Promi Big Brother. Damit zieht er mit seiner Ehefrau Delara gleich, die ein Jahr zuvor in den Container zog. Doch wer ist die Frau an der Seite des Ex-Kickers eigentlich? Von Werder Bremen über St. Pauli und Berlin Union bis hin zu SC Paderborn 7, Max Kruse hat im Laufe seiner Fußballkarriere für zahlreiche Vereine gespielt. Fast wäre er 2014 sogar Weltmeister geworden. Bundestrainer Jogi Löw entschied sich kurzfristig jedoch dazu, ihn nicht mit in den Kader zu nehmen. "2024 brach er zu neuen Ufern auf und zog ins Promi Big Brother Haus. Ein Jahr, nachdem seine Ehefrau Delara Maden im TV-Container um den Sieg gekämpft hat. Die dunkelhaarige Schönheit kam am 12. Juni 1991 in Berlin als Tochter kurdisch-türkischer Eltern auf die Welt. Ihr Job in einer Shisha-Bar brachte ihr die große Liebe. Denn dort lernte sie 2020 Max Kruse kennen, ohne zu wissen, dass er ein Profifußballer ist. Kruse verwickelte Delara mit einer Lüge in ein Gespräch, wie sie in einem YouTube-Video ausgeplaudert, und dann meinte er zu mir, er ist Postbote und dass er gerade neu in Berlin ist und das habe ich ihm abgekauft. Erst später gab Max Kruse seine echte Identität preis. Delara ist Max Kruses große Liebe. Der ehemalige Nationalspieler fackelte deshalb nicht lange und machte ihr 2021 beim 3:2-Sieg gegen Saudi-Arabien bei den Olympischen Spielen einen Heiratsantrag. Eigentlich sollte es bei einem Interview um den Sieg gehen, doch dann kündigte er überraschend eine Botschaft für seine Freundin an und sein T-Shirt rückte in den Vordergrund. Mit einem roten Herzen versehen stand dort auf Kurdisch, ich liebe dich. Möchtest du mich heiraten? Wenig später teilte Delara auf Instagram ihre Antwort mit. Die Berlinerin sagt natürlich ja. Die Hochzeit fand bereits ein paar Monate später, im Dezember 2021, statt. Max und Delara Kruse haben bislang keine gemeinsamen Kinder. Der Promi Big Brother Teilnehmer von 2024 ist jedoch bereits Vater eines Sohnes. Lauro Maxim stammt aus Kruses Ehe mit seiner Ex-Frau Alina und kam 2011 auf die Welt. Mutter und Sohn leben zusammen im US-Bundesstaat Florida.